Hallo und herzlich willkommen zurück am dritten Tag des 9. Alliance Tournaments. Eure Kommentatoren sind Abyssus Kova und Ramus Antilles mit dem Match Negative 10 vs. Raiden. Und wir sehen hier Raiden mit 3 Rook, 3 Kitsune, Saber, Cyclone, Cyclone. Die haben hier weniger Punkte auf dem Feld. Das ist wohl ein... Ein Match mit Handicap, ja, wahrscheinlich doch, brauchen sie das, damit sie hier weiterkommen können. Sie haben ihre Skimitar weggelassen und die Slypnir ist durch Cyclones ausgetauscht. Ja, und Negative 10 dagegen kommt mit 3 Legions, einer Guardian, 2 Curse, 2 Keres und einer Krua. Und das Match geht jetzt hier auch schon los. Mal schauen, wie sich das für Raiden bezahlt macht. Sie versuchen es hier natürlich mit den Rooks auszugleichen, dass ihnen die Skimitar fehlt, aber ihre Cyclone, ihre erste, nimmt hier schon ganz üblen Schaden. Und da wir auch keine Cyclone, keine Skimitar haben, wird er auch nicht hochgerappt. Das könnte sich als Fehler entscheiden, hier 3 Rooks statt 2 Rooks und eine Skimitar genommen zu haben. Das könnte schief gehen. Ja, sie haben hier natürlich alles auf eine Karte gesetzt. Ihnen blieb wahrscheinlich auch nichts anderes übrig, um hier in die Finalrunde einzuziehen. Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, ich habe gerade die Tabelle nicht vor mir liegen, aber die erste Cyclone ist jetzt geplatzt auf der Raiden-Seite, damit verlieren sie eine relativ große Menge ihrer DPS und Negative 10 hat noch kein einziges Schiff verloren und es sieht doch im Moment nicht so aus, als würden sie das in nächster Zeit tun. Ja, ganz richtig, Raiden hat ja überhaupt kein Damage auf dem Feld und haben bereits einen großen Teil ihres Damages durch die erste Cyclone eingebüßt. Und auch eine Cyclone macht nicht ganz so viel Schaden wie eine Sleipnir. Die nächste Cyclone jetzt kurz vor Armor. Die dürfte jetzt auch gleich tot sein und damit hat dann Raiden praktisch keine Möglichkeit mehr, hier noch irgendwas zu töten. Ja, sie haben hier natürlich auch gerade den Nachteil, dass sie gegen Setup antreten. Mit diesen Legions, dieser EM-Damage trifft sie hier natürlich genau ins Resi-Loch und da geht auch die zweite Cyclone platzen. Und auch diese Curse können natürlich die Rooks eventuell ausschalten oder zumindest mit Tracking Disruptern, wenn sie mal einen Lock haben, was dagegen unternehmen, also gegen die Cyclones, die jetzt eh nicht mehr auf dem Feld sind. Aber ja, Raiden ist hier natürlich mit dem Handicap reingegangen, ihnen blieb wohl auch nichts anderes übrig und das macht die Sache natürlich sowieso extrem schwer. Ja, wobei natürlich die Sleipnir mit ihrer extremen EM-Resistenz gegen Legions relativ passabel ist im Einsatz, aber die Cyclone praktisch unmöglich. Ja, das ist natürlich hier wirklich der große Nachteil. Da haben sie wirklich Pech, dass sie gegen gerade dieses Setup antreten. Keine Ahnung, ob da jetzt eventuell irgendwelches Spying oder so mit dabei war, aber ich glaube es nicht. Und hier sehen wir wieder den Kartenhauseffekt von so einem ECM-Setup. Jetzt, wo der Großteil des ECMs bzw. circa die Hälfte gestorben ist, geht der Rest umso schneller down. Nur noch eine Rook, eine Kitsune und eine Saber auf dem Feld für Raiden. Und die Saber sieht hier gar nicht gut aus. Und auch die letzte Rook wird uns bald verlassen, genau jetzt, um genau zu sein. Und ja, dass dieses Match ist entschieden. Negative 10 hat hier ziemlich sicher einen flawless Sieg hingelegt. Die Krua, wie man gerade sieht, zerschnetzelt hier dieses Saber, was natürlich ein bisschen unfair ist, weil die Krua gegengerappt wird von der Guardian, während die Saber eben langsam aber sicher stirbt. Ja, die Saber hat hier natürlich keine Chance. Sie neutet die Krua noch ein bisschen, die lässt sich dadurch aber gar nicht darin hindern, noch reinzuschießen. Hübsches Schiff übrigens. Die Saber jetzt in Struktur und so gut wie tot, nur noch eine Kitsune übrig. Und auch Hayes Valentine wird in Kürze tot sein. Ja, das ist jetzt die Frage, wie schnell Negative 10 hier diese letzte Kitsune einfangen können, aber im Prinzip weiß ja der Kitsune-Pilot auch, dass dieses Match hier gelaufen ist und damit auch für Raiden die Möglichkeit nicht mehr besteht, ins Finale zu kommen. Also im Prinzip, insofern ihm sein Schiff jetzt nicht unglaublich wichtig ist, könnte er sich jetzt auch eigentlich dem Feuer von Negative 10 aussetzen und hier einfach sterben gehen, aber im Moment versucht er hier noch zu flüchten. Ich glaube, er will einen auf Hero machen und rennt erstmal eine Weile weg. Das wird aber nicht mehr lange gut gehen, man sieht ja bereits die Raketen fliegen. Ja, die Drohnen verfolgen ihn hier, Legions schießen im Moment nicht auf ihn, die sind eventuell zu weit weg, aber trotzdem reicht der Damage. Diese Kur ist soeben gestorben und
Damit verabschieden wir uns und Raiden verabschiedet sich auch aus diesem Tournament. Bis zum nächsten Match.